New York. Gestern Abend gegen 23 Uhr wurde ein Goldtransport der Federal Reserve Bank überfallen und ausgeraubt. Goldbarren im Gesamtwert von 3 Millionen Dollar fielen in die Hände der Verbrecher, die nach dem Überfall vermutlich im Hafen von New York untergetaucht sind. Johnny Peters. Er ist gleich nach dem Überfall mit dem Goldbarren abgehauen. So eine Scheiße. Wir müssen ihn kriegen, bevor die Bullen mitmischen. Wieso denn die Bullen? Hast du noch nicht kapiert, du Idiot? Johnny Peters hat uns reingelegt. Er ist vom FBI. Costello, da kommt ein Wagen. Das ist Peters. Scheinwerfer aus. Ankommen lassen und abknallen. Der Kerl ist vom FBI, Boss. Na und? Ein Schwein weniger. Das Schwein ist fertig. Holt die Wagen. Umladen. Ein bisschen Hauptladen. Leer. Das gibt's doch nicht. Wo hat er das Gold gelassen? Das FBI-Schwein. Bullen! Weg hier! Waffen wegwerfen und Hände hoch! Jerry. Oh. Eine Besprechung auf dem Friedhof, Mr. Ross? FBI lässt sich immer was Neues einfallen, was? Es wäre schön, wenn es nur ein Gag wäre, Jerry, aber Sie haben sicher von dem Wortraub gehört. Ja, man liest doch sein Morgenblättchen. Costello und seine Leute haben das Ding gedreht. Wir konnten ihn schnappen. Das weiß ich, Mr. Ross. Steht ja auch in der Zeitung. Nach unseren Informationen hat sich die Sache etwa so abgespielt.
Nach dem Überfall ist einer von ihnen mit den Barren verschwunden. Dann hat er das Gold versteckt, aber wir wissen nicht wo. Costello hat den Mann gefunden und abgeknallt. Ein Gangster weniger. Der Tote da ist der Mann, der das Gold in Sicherheit gebracht hat. Aber wo es ist, das nimmt er jetzt mit ins Grab. Und was habe ich damit zu tun, Mr. Ross? Sehr viel, wenn Sie erst wissen, wer der Tote ist. Machen Sie es doch nicht so spannend. Sie werden es nicht glauben. Der Mann, der Joe Costello das Gold abgejagt hat, war ein FBI-Agent. Und wer? Johnny Peters. Johnny. Peters hatte den Auftrag übernommen. Die Sache lief streng geheim. Er hat monatelang ohne Verbindung zu uns gearbeitet. Nur so hat er die Chance gehabt, sich in Costellos Team unbemerkt einzuschleichen. Und das scheint er geschafft zu haben. Hatten Sie zuletzt Kontakt mit ihm? Nein, aber vielleicht hat er versucht, mit mir Verbindung aufzunehmen. Wahrscheinlich nicht, wie ich ihn kenne. Richtig ist nur eins. Joe Costello hat gewusst, dass er einen FBI-Mann umbringt. Einer von seinen Leuten, die wir geschnappt haben, hat gesungen. Joe Costello wird bezahlen. Dafür werde ich sorgen. Er wird morgen Mittag ins FBI-Gefängnis überführt. Scheint uns irgendwas aufs Dach gefallen zu sein. Sie regen jetzt auch noch rein. Mann, da stimmt doch was nicht. Das ist auch Gas. Anhalten, Mann, auf, anhalten! Was denn da hinten? Wieso? Halt mal die Kutsche an. Hier Gefängniswagen 102. Es qualmt bei uns im Gefangenenraum. Ich gebe den Standort durch. Schickt sofort Einsatzwagen. Was wollt ihr von dir? Papier im Costello. Wo hast du das Gold versteckt? Ich hab das Gold nicht. Wenn der Boss dich behandelt, wirst du schon singen. Schließ auf. Die Bullen brauchen wir nicht. Reife Leistung, muss ich sagen. Kollege Costello läuft wieder frei rum. Werde ich mal mit Hai reden. Tut mir leid, Jerry, aber der Chef ist nicht hier. Sie müssen sich schon mit mir begnügen. Wir werden eben versuchen, ohne Chef mit der Sache fertig zu werden. Also, was wissen wir denn überhaupt? Irgendjemand hat Joe Costello die Flucht ermöglicht. Wahrscheinlich die Konkurrenz, die auf das Gold scharf ist. Eins wissen wir aber genau. Costello ist der gefährlichste Bursche, den wir je gejagt haben. Das, was er macht, ist nicht neu, aber wirkungsvoll. Er arbeitet mit Dynamitgranaten. Sie haben doch bei Johnny ein Foto gefunden. Wissen Sie, wer das Mädchen ist? Leider nicht, Mr. Decker. Die Ermittlung läuft auf Hochtouren. Anscheinend kennt das Mädchen niemand. Peters hatte mal gesagt... Ich habe hier mal das Ergebnis der Fingerabdrücke. Ja, danke. Also Peters hat mal gesagt, er wollte durch ein Mädchen an Costello rankommen. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Vielleicht weiß das Mädchen mehr. Das können wir erst sagen, wenn wir sie gefunden haben. Wir müssen sie finden. Der Fall betrifft uns persönlich. Joe Costello hat einen FBI-Kollegen ermordet und dafür wird er büßen. Nicht nur, weil Johnny FBI-Mann war. Es ist nun mal unsere Aufgabe, jeden Mörder büßen zu lassen. Selbstverständlich. Dafür werden wir ja bezahlt, Mr. Ross. Wie heißt es so schön in der Dienstvorschrift? Wir sollen die Bürger schützen, aber wer schützt uns? Ist ja gut, Phil. Schalt doch mal auf Sparflamme. Du weißt doch, es ist nur eine Frage der Zeit und der Bursche sitzt da, wo er hingehört, auf dem Stuhl. Jeder Cup kennt die Visage von ihm. Moment, nehmen Sie die Hände weg, Sie können sich gleich bewundern, nur nicht nervös werden. Jetzt kommt's doch auf ein paar Minuten nicht mehr an. So. Jetzt. So. Na, hoffentlich ist alles gut verheilt. Aber sicher, Charlie, du bist doch ein Künstler. Hände weg. Kopf zurück. Spitz hin. Ja. Thank you.
Das Bild. Nase, Augenfassung, Mundpartie, alles neu. Zufrieden? Hier, das Bild. Gib her. Erkennen Sie sich wieder, Costello? Joe Costello in New York untergetaucht. Für sein Ergreifen sind 10.000 Dollar Belohnung ausgesetzt. Es gibt gute Freunde, die noch mehr als 10 Mille für ihren runderneuerten Kopf zahlen wollen, Costello. Das kann ich mir denken. Ihr Gesicht ist die beste Fälschung, die es je gegeben hat. Kein Mensch wird sie je erkennen. Kein Mensch, und so soll's bleiben. Dankeschön, das bin ich für den. Sieht hier aus wie in einer Schlechterei. Mach mal Fotos von dem Bett hier. Ja, Moment mal. Komm, pass mal. Was machen wir denn hier drin? Du geh mal aus dem Bild, sonst denkt das Labor, du gehörst zu den Leichen. Ja, ja. Ja, danke, das ist gut. Einen Moment. Aha. Mr. Cotton, was sagen Sie zu dem Ausschnitt hier? Deshalb habt ihr mich hier geholt? Ja, deshalb. Das war hier mal der Waschraum dieser alten Fabrik. Ist seit Jahren nicht mehr benutzt worden. Mhm. Die Toten sind Nasen, Charlie und seine Schwester, alte Kunden von uns. Er war mal ein berühmter Gesichtschirurg. Dann hat er krumme Dinger gedreht und wurde aus der Ärztekammer rausgeschmissen. Mhm. Was meinst du, Phil? So eine neue Visage kostet mindestens 1.000 Dollar. Wo hat er die Mäuse her? Vielleicht hat ihm die Krankenkasse was zugeschossen. Ach, Charlie kassiert doch immer vorher. Ob Costello doch das Gold hat? Nein, dann wäre er ja nicht hinter Johnny Peters hergejagt. Aber vielleicht hat Costello ein paar Barren abgestaubt. Glaube ich nicht. Johnny hat sich vorher versteckt. Vorsicht, bitte. Moment. Haben Sie noch was gefunden, Sergeant? Tja. Und kein Mensch weiß wo. Mhm. Außer Johnny. Und der kann es uns nicht sagen. Also hier ist das Foto, das wir bei Johnny Peters gefunden haben. Wir haben es gestern schon per Funkbild an alle Polizeistationen weitergeleitet. Heute Morgen haben wir den ersten Hinweis gekriegt. Ein Streifenpolizist glaubt, die Kleine hat vor ein paar Wochen im Hudson Hotel auf Staten Island gewohnt. Er hat die Leute im Hotel vernommen, aber ohne Erfolg. Sie ist ohne Adressenangabe abgereist. Na, wenn die Süße mit drinsteckt, musste sie ja abhauen. Nehmen wir an, sie hat Johnny zu Costello geführt. Dann kann sie uns doch auch hinführen. Es sei denn, Costello hat die Goldklunkern schon und sitzt dick und fett an der Riviera. Nein, das glaube ich nicht. Selbst wenn er das Gold hat, braucht er nicht abzuhauen. Nicht mit dem neuen Gesicht. Sie sind also davon überzeugt, dass Costello Nasen-Charlie umgelegt hat? Selbstverständlich. Er hat die Leute abserviert, die seine neue Visage kennen. Könnte sein. Das Mädchen ist die einzige Spur, die wir haben. Ich hätte mir noch mal mit meinem berühmten Charme das Personal im Hudson Hotel vornehmen. Vielleicht kitzel ich was raus. Komm, Phil, wir nehmen deinen Wagen. Na ja. Bringt bei Ihnen was an? Nein, ich quäl mich, aber es will einfach nichts kommen. Na, vor dem Krieg, ja, da war ich ja weit besser in Form. Na, dann greife ich doch mal verstohlen in mein Täschchen und mache eine kleine Anbiete. Ach, ich weiß nicht, ob davon bei mir was anspringt. Wissen Sie, ich brauchte wieder mal so eine richtige Spritze. Zimmer 1204, vor 2 Monaten abgereist. Hat sie auch einen Namen? Tja, wer weiß. Sehen Sie, es fängt schon wieder an. Ich quäle mich und es kommt schon wieder nichts. Na, ich habe eine Spritze. Hier, Spritz. Heißen Dank. Cindy Holden. Sie ist jeden Abend im Chita als Sängerin aufgetreten. Ob das was für mich ist? Also noch so eine Spritze und bei mir läuft alles auf Hochtouren. Schlitzohr? Zu Diensten. Wo ist sie hin? Das weiß ich wirklich nicht. Kaum zu glauben. Hat sie Bekannte gehabt? Hat sie von irgendjemand Post bekommen? Ein Bekannter ist mir aufgefallen. Kurz bevor sie ausgezogen ist, war so ein feiner Pinkel hier. So ein ganz weicher. Bobby Hiller heißt er. Hat an Broadway eine Volkshochschule für Striptösen. Das ist ja mein Mann. Ach, wenn Sie vielleicht nochmal in Ihr Täschchen fassen könnten. Ich weiß noch was ganz Teures. Als die Holden ausgezogen ist, hat sie ihren Zimmerschlüssel per Post hergeschickt. Sie ist nicht nur ein hübscher, sondern auch ein ordentlicher Mensch. Also, was sollte man heiraten? Aber dazu müssen wir sie erst mal finden. Sehr richtig. Eben. Thank you.
Husch, 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 meine Damen. Strippübung Nummer 1. Und Blüschen. Und rausschlüpfen, bitte. Und fallen lassen. Danke, die Damen. So, und hier mal das BHchen. Aber Mädel, schön, doch nicht immer gleich alles so plump plumpsen lassen. Wir sind hier in einem Institut, aber Sie haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Was Sie machen, ist ja Hausmusik. Die Leute wollen mehr. Ich will ja bei Ihnen nicht eindringen, aber sagen Sie Ihrem da, ich warte im Büro auf Ihnen. Ah ja, ich sag's gleich. Aller Höhlen, auf einem güldenen Tablett dem Kunden servieren, meine Damen. Euer Kostüm soll wie Salome-Schleier Fummelchen um Fummelchen abblättern. Und erst dann werdet ihr von jedem zahlenden Gast das Köpfchen fordern können. Was soll das Geklopfe? Was wollen Sie? Sowas würde ich an deiner Stelle hier nicht rumliegen lassen. Onkel Bobby. Wieso, wer sind Sie? Derselbige. Sag bloß, du kennst deinen alten Freund nicht mehr. Costello, dein Gesicht ist nicht wiederzuerkennen. Gruß und Küsschen von Nasen, Charlie. Was willst du von mir, Joe? Ich habe alles bezahlt. Ich kann dir wirklich nichts mehr geben. Ich denke doch. Wo ist Cindy? Das weiß ich nicht. Bleib hier, Süße. Sie ist vor 2 Monaten abgehauen. Ich weiß nicht, wohin. Soll ich mit dir mal einen kleinen Strip veranstalten? Ich habe einen Tipp. In Ihrem Hotelzimmer da haben damals oft Zeitungen rumgelegen. Mit Stellenangeboten. Eins davon hat sie sich mit Rotstift angestrichen. Ich glaube Flamingo. Das muss in Las Vegas sein. Mehr weiß ich nicht. Und wenn du mich prügelst... Tritt hier bestimmt nicht als Sängerin auf, dann wäre sie mir aufgefallen. Mhm. Na, vielleicht hat sie hier einen anderen Job. Denken Sie mal so rum. Ja gut, dann denke ich mal so rum. Vielleicht ist sie in der Küche oder als Bedienung. Du, Judy, der Meister hier sucht eine gewisse Cindy Holden. Hat sowas nicht mal bei uns in der Küche gearbeitet? Habe ich mir doch gedacht, dass die einem Kerl durchgebrannt ist. Sind Sie das Opfer? Kennen Sie Cindy? Aber ja, die hat hier ein paar Wochen am kalten Buffet ausgeholfen. Mhm. Hat denn unser Häschen eine Ahnung, wo sie sich rumtreiben könnte? Keine Ahnung, aber vorige Woche habe ich sie zufällig mit der alten Miss Barnes gesehen. Die hat einen Imbissladen. So ein Café für Fernfahrer und Vertreter am Boulderdamm. Vielleicht können Sie Cindy da erwischen. Das ist doch mal ein Wort. Danke. Hey, Mister, Sie haben gewonnen. Kauf dir was zum Anziehen. Der nächste Winter kommt bestimmt. Ach, nichts weiter. Glauben Sie mir, Mr. Cotton, ich bin aus New York verschwunden, um endlich von diesen furchtbaren Dingen loszukommen. Mhm. Und Sie wissen also wirklich nicht, wo Johnny das Gold versteckt hat? Ich habe es doch schon 10-mal gesagt, ich weiß es nicht. Mir nur einmal. Costello hat mich damals angerufen, und zwar kurz nachdem er wieder ausgebrochen ist. Er hat gesagt, er weiß, dass Johnny mir verraten hat, wo das Gold ist, und er will mit mir teilen. Das denken anscheinend alle. Aber ich habe keine Ahnung. Hat Costello Ihnen das geglaubt? Ich habe es ihm gar nicht gesagt, Mr. Cotton. Nach seinem Anruf bin ich ja sofort weggefahren. Ja, sehr interessant. Costello denkt also, Sie wissen, wo das Gold ist. Naja, sonst hätte er nicht angerufen. Cindy. Ganz ehrlich, haben Sie Johnny Peters geliebt? Ja, Mr. Cotton. Sehr? Mhm.
Er wird Ihnen nicht gesagt haben, wer er wirklich ist. Das durfte er auch nicht, denn er hatte einen Auftrag übernommen. Und wer war er wirklich, Mr. Cotton? Ein Agent. Vom FBI. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Was für ein Vorschlag? Joe Costello wird mich suchen. Möglich. Er wird jedenfalls alles tun, um das Gold zu kriegen. Und ich werde alles für Johnny tun. Joe Costello braucht mich nicht mehr zu suchen. Cindy, Costello ist ein Mörder. Passen Sie auf, es kann sehr gefährlich für Sie werden. Keine Angst, Mr. Cotton, ich kann ganz gut auf mich aufpassen. Ich fahre nach New York. Moment. Und wenn er was spitz kriegt? Ich kenne unseren Freund. Und vor allem kenne ich seine Tricks, wahrscheinlich besser als Sie. Ich werde mich ihm als Köder anbieten. Und zwar werde ich wieder im Chitar singen. Ich finde, leichter kann ich sie nun wirklich nicht machen. Boss, was Neues? Cindy Holden ist wieder im Land. Ach was? Ja, sie zwitschert wieder bei uns im Chitar. Und sie wohnt wieder im selben Schuppen, im Hudson. Gut. An den Laden ist leicht ranzukommen. Und wie? Im Moment wird das Hotel renoviert. Auch von außen? Ja, die ganze Rückseite vom Hotel wird neu bekleckst. Sie haben Gerüste gebaut. Einfacher geht's doch nicht mehr. Danke für den Tipp. Zentrale, hier spricht 020. Cindy Holden ist jetzt gerade auf dem Friedhof. Sind Sie allein? Nein, ich habe Johnny Hart dabei. Bleiben Sie am Ball. Wir beschatten Sie weiter bis zum Hotel Hudson. Unser Heimkino einschalten. Du hast den Schalt im Nacken. Du sagst es. Gute Arbeit, was? Naja, wenn man so viel weiß wie ich. Für mich bist du der weiße Riese. Trotzdem hast du einen toten Winkel eingebaut, rechts neben der Tür. Ich stell eben das Fernsehäuglein um. Immer auf die Kleine. Aber sonst bist du sehr gut. Hallo. Den kenne ich doch. Wenn Sie noch lange hier rumstehen, werden Sie sich die Blase erkälten. Das wäre ein echter Verlust. Für Sie auch, wenn Sie den Führerschein verlieren. Wissen Sie zufällig, wie ein Parkverbotsschild aussieht? Keine Ahnung, sowas habe ich noch nie gesehen. Ist aber hübsch getroffen. Na, Ihnen werden die Sprüche noch vergehen. Geben Sie mal einen Führerschein und Zulassung. Es gibt Augenblicke im Leben, da liebe ich meinen Beruf und das ist einer. Oi. Händchen auch, Meister. Ja. Junge. Eine Runde genügt, Sportfreund. Pfoten hoch, ist das Costello? Weiß ich nicht, ich kenne nur mit der alten Fresse. Mach doch mal ein Preisausschreiben. Wir kriegen es auch so raus. So eine widerliche Visage sieht man auch nicht jeden Tag. Bisschen Vorlaut, der Herr Kollege, oder? Umdrehen, Freundchen. Und dann die Wand stellen. Ja. Spiegel an der Wand. Ich bin der Stärkste im ganzen Land. Nicht dort. Feierabend, Costello. Nicht küssen, Sony. Jetzt wollen wir alles schön zum Munde rauslassen. Ja? Pfui, Teufel. Schluss mit der Vorstellung.
Jerry! Sag mal, klopfst du nie an, wenn du in das Zimmer einer Dame kommst? Ich kann dir nachher noch mal klopfen. Wer sind die Leichen? Was weiß ich. Auf jeden Fall haben sie mich für Meister Costello gehalten. Vielleicht wollten sie für ihn die Belohnung kassieren. Vielleicht sind es auch die, die ihn befreit haben. Die glauben auch, dass er hierher kommen wird. Na, dann räum mal ein bisschen auf, damit Cindy nichts merkt. Augenblick. Da kommt mir was. Wo? Sag ich dir. Hiller glaubt doch auch, dass ich Costello bin. Hey, räum die Kollegen allein weg. Ich frag mal Tante Bobby. Bisschen von mir. Plötzlich sowas. Spielen Sie hier das Hausgespenst? Oder sind Sie Mr. Hiller? Nein, der gute Meister Hiller ist leider verhindert. Und wer sind Sie? Ich bin Alice Davis. Und was wollen Sie von dem? Na, ich will bei ihm das Ausziehen lernen. Er macht es nämlich so schön vor. Nur pass mal auf, Kleine. Warte noch ein paar Jahre mit dem Ausziehen, dann haben wir alle mehr davon. Und jetzt gehst du schön nach Hause und ziehst deine Püppchen aus. Das ist gesünder, ne? Danke für die Aufklärung, Daddy. Melde dich in 2 Jahren bei mir. Nicht früher? Auch... Cotton, die Mordkommission. Natürlich, Harry. Keine Angst, mein Junge. Ihr werdet euer Geld bekommen. Harry will immer mehr Geld haben. Ich habe ihn engagiert, um Costello zu schnappen. Er soll ihm das Gold abnehmen. Aber bisher hat er versagt. Ich nehme mir Harry mal vor, Mr. Davis. Nein, Robin, das wäre ein Fehler. Erst soll er seinen Auftrag ausführen. Was für ein Auftrag, Onkel? Alice. Hast du Zeit, Onkel? Ja, für dich immer. Guten Tag, mein Schatz. Ich habe übrigens vorhin mit Tante Lucy telefoniert. Sie würde sich freuen, wenn du sie mal in Miami besuchst und im Moment... Onkel? Ja? Ich war vorhin in der 23. Straße, in Hillers Tanzstudio. Wo warst du? Bei Bobby Hiller. Ihr habt so oft über ihn gesprochen, da bin ich neugierig geworden und wollte ihn mir mal ansehen. Du spionierst mir nach? Ach was, ich spioniere dir überhaupt nicht nach. Aber ich habe schon lange mitgekriegt, dass du komische Geschäfte machst, Onkel Davis. Na, hör mal, Kleines, es ist doch... Ich bin kein Kind mehr. Hier stimmt doch etwas nicht, Onkel Davis. Du machst doch nicht etwa krumme Geschäfte? Ich meine, irgendwelche Sachen, wo man erpresst werden kann. Da musst du die Polizei einschalten, bevor es zu spät ist. Du siehst zu viele Krimis im Fernsehen, mein Liebling. Und dass du mich gerade jetzt nach Miami schicken willst, das finde ich auch eigenartig. Was denn daran eigenartig? Du hast Ferien, hier ist schlechtes Wetter und in Miami scheint immer die Sonne. Es gibt wirklich keinen anderen Grund, um dich wegzuschicken. Du reimst dir da etwas zusammen, was überhaupt nicht existiert. Und nun lass mich bitte alleine, ich habe noch eine ganze Menge zu tun. Wir sehen uns beim Dinner. Geht anscheinend ins Hotel, Mr. Cotton. Sollen wir weiter beschatten? Nicht nötig, wir übernehmen. Phil? Ja? Es ist soweit, sie kommt. Muss schon kurz vorm Hotel sein.
Welche soll's denn sein? Na, die da solo geht, ganz in schwarz. Wie findest du sie? Wenn du nicht ein Auge drauf geworfen hättest, würde ich sagen, mein nächstes Bettgeflüster. Lustig. Geben Sie mir mal ein Amt. Kabine 1, bitte. Na, ist Post für mich da? Leider nicht. 1204, Miss Holden, bitte sehr. Unser Goldstück ist eben nach oben gegangen. Gut, das genügt für heute. Mach Feierabend. Gut so. Brauchen wir nicht ein paar neue Sandsäcke? Mach auf, Jim. Ich komme gerade vom Boss. Er mimt den Grimmigen, weil das Ding in Cindy Holdens Zimmer schiefgelaufen ist. Er zahlt nur, wenn wir liefern. Costello darf uns nicht durch die Lappen gehen. Die Puppe sinkt wieder im Schietach. Wir müssen uns jeden greifen, der sich an sie ranmacht. Einen schönen Beruf haben wir doch, Jerry. Du bist jetzt Kavalier und guckst sofort weg. Und ich warte auf Sie im Cheetah. Nun schalte ab. Tolles Programm heute. Ask me later, alligator. Oh, 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 oh. If I love you, if I miss you, ooh, ooh, ooh. 'Cause it takes lots of things to know, but show me first if you will be true. See you later, alligator. Ooh, if you still will give me all your love, ooh, 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 you've got to prove if your love is true. But won't you tell me first if you love me for sure? Try to love me, don't forsake me, ooh, 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 ooh. Please don't cheat me, don't you lie to me, ooh, 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 ooh. I've got to know if your word is true, 'cause I don't want to be hurt anymore. You know I want you to be on my side, but let me know if your love is really true. Ask me later, alligator. Ooh, wah, 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 wah. If you love me, if you miss me, ooh. I'd like to give all my love to you, but ask me later when I'm sure. Thank you.
Stimme hat unser Lockvögelchen. Was meinen Sie, ob Costello schon irgendwo hier rumschleicht? Möglich, aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich bin ja bei Ihnen. Der liebe Jerry macht das schon. Krieg ich einen Highball, Jim? Ja, natürlich, Cindy. Oh, Ferian, sag ihm, hier tut sich was. Ja? Holen Sie Miss Holden ans Telefon. Cindy? Ja? Geh mal in Kabine 2, dein Typ wird verlangt. Bis gleich. Miss Holden, ich muss Sie unbedingt sprechen. Haben Sie morgen Zeit? Wieso? Wer sind Sie denn? Sagen wir, ein guter Freund, der mit Ihnen über goldene Zeiten plaudern will. Und über einen Bekannten. Einen sehr guten Bekannten, über Joe Costello. Costello? Morgen Nachmittag um 4? Einverstanden, ich werde kommen. Aber bitte kommen Sie allein, Cindy. Ich warne Sie. Ich warne Sie, wenn Sie irgendjemand von der Verabredung erzählen. Oder sogar etwa jemanden mitbringen. Könnte es Ihnen wie Ihrem Freund Peters ergehen? Und seien Sie vorsichtig, Sie werden ständig von mir beobachtet. Ja, ich verstehe. Ich werde keinem Menschen etwas sagen. Um 4 und wo? Wollen wir tanzen? Das war jemand, der mich wegen Costello sprechen will. Ich soll ihn morgen Nachmittag um 4... Mach mal Pause. Kennen Sie die Kleine? Weißt du, was da bei dir piekt? Aus. Ja, geh mal ein bisschen vorsichtig mit meiner Bandscheibe um. Mal aufpassen. Schnell weg, Cindy! Was denn schon 5? Ist Cindy im Hotel? Seid ihr denn nicht zusammen gewesen? Oh, verflucht. Nun erzähl schon. Moment, in ihrem Zimmer tut sich was. Wir zeichnen alles mit Ampex auf. Wenn das Costello sein sollte, hat morgen jeder Cop sein Foto. Wo ist es?
Was wollen Sie denn hier? Mama! Was ist denn? Was wollen Sie mit meinem Kind? Ah! Was ist denn da los? Um Gottes Willen! Costello! Kommen Sie runter! Costello! Werfen Sie die Kanone weg! Es hat keinen Zweck, Sie kommen hier nicht raus! Nein! Er hat mein Kind! Hör zu, du Idiot! Ich fahr jetzt runter! Wenn einer von euch den Fahrstuhl stoppt, ist das Kind hin! Kapiert? Nein! Was ist hier eigentlich los? Ja. Wer hat geschossen? Im Haus ist ein Verbrecher! Er kommt im Fahrstuhl runter! Er hat ein Kind als Geisel! Mein Gott! Da kommt er! Das ist ja entsetzlich! Sehr ruhig. Können wir was tun? Nicht, solange er das Kind hat. Kommt hier. Mein Kind! Machen Sie doch was! Mein Kind! Kommt raus, ruhig! Schnell! Mein Gott, Herr Buschka! Vorsicht, er schießt! Weg hier! Wo ist er jetzt? Da hinten im Milchwagen! Mein Kind! Lass mich los! Ich will zu meinem Kind! Ach, helfen Sie doch! Helfen Sie doch! Das ist dein Schnabel, sonst zieh ich dir eins über. Gesicht merken. Mhm. So, hat sie das gesagt? Ja, das hat sie gesagt. Willst du ein Osterei haben? Hier dran zieht, dann sinkt das schön. Ja, und ist gleich wieder da. Komm hier! Ganz ruhig, ist ja alles vorbei. Wir fahren jetzt wieder zu deiner Mami. Hm? Muss nicht weinen. Morgen, Baby. Na, gut geschlafen? Wo ist das Gold? Ich weiß es nicht. Dir werde ich helfen, du. Du weißt es.
Also nochmal, wo ist das Gold? Ich weiß es wirklich nicht. Tun Sie das nicht, bitte. Das schmort ganz schön, Süße. Mach's Maul auf, wo ist das Gold versteckt? Ich weiß es nicht. Nein, bitte nicht. Nein. Du Luder. Na schön, Freddy. Ja? Mach du jetzt weiter. Mit großem Vergnügen. Dann darf ich mal bitten. So. Wir wollen Strom sparen. Was hat der liebe Freddy hier wohl? Schade, du wirst nie mehr in der Bar zwitschern können, es sei denn, Gnefrau tragen Tüllgardine. Dann könnt ihr mich gleich umbringen. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Miss Holden. Aber vorher wirst du fesch sein und uns erzählen, wo das Gold ist. Der Kleine zählt jetzt bis drei. Eins. Du Mistbiene! Jetzt genug, Freddy! Ich hab was Besseres für unser Goldstück, Leutchen. Ist doch immer gut, wenn man sein Handwerkszeug bei sich hat. Nein, bitte nicht. Keine Spritze. Ich brauche sie dir nicht zu verpassen. Wo ist das Gold? Willst du den Onkel Doktor nicht doch lieber aufklären? Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Na denn. Nein, ich wollte es Ihnen ja sagen. Nein, bitte nicht. Gelernt ist eben gelernt, Tom. Ja. Yeah. Gib mir mal den Apparat. Mhm. Jetzt kommt Vaters Knaller. Meine persönliche Erfindung. Ist bereits zum Patent angemeldet. Was hat er denn da wieder Schönes? Das ist ein Schussapparat. Ein Minisender. Den schieße ich Dornröschen in den Arm und dann lasse ich sie wieder laufen. Ich habe unserer Kleinen bloß eine Schlaftablette verpasst. Sie aufwacht, ist von dem Einschuss nicht mehr viel zu sehen. Und unsere Süße wird glauben, die Schramme hat ihr Freddy als Andenken hinterlassen. Na dann, Weidmanns Heil. Mhm. Nein, Miss Holden ist immer noch nicht aufgetaucht. Aber was denn nun? Du musst nicht gleich mit Staatsbegräbnis rechnen. Das tue ich aber. Wahrscheinlich hat sie doch Angst gekriegt und ist wieder nach Las Vegas. Ach, Unsinn, ich kenne sie besser. Und ich verstehe mehr von Frauen. Ich gehe jede Wette ein, morgen schickt sie wieder den Hotel. Die Wette verlieren Sie, sie hat ihn nämlich gar nicht mit. Sie hat ihn damals auch nicht geschickt. Wieso? Das war ein Irrläufer von mir. Sie hat ihn gar nicht in den Briefkasten. Wer dann? Ich wollte mich vor ein paar Tagen bei ihr bedanken, dass sie so nett war und den Schlüssel hergeschickt hat. Was meinen Sie, wie viel Ärger wir mit vergessenen Schlüssel haben? Wir feilen und feilen. Sie hat den Schlüssel an dem Tag gar nicht gehabt, sondern ihr Freund. Johnny, ist der Peters? Ja, ein sehr trinkgeldfreudiger Mensch. Kann ich den Schlüssel sehen? Können Sie. Danke. 1204, so, darf man bitten. Mann, oh, da ist ja was eingekratzt. Ein Mann von der Post hat den Schlüssel gefunden. Und zwar in dem Briefkasten, vor dem Johnny umgelegt worden ist. Es sieht so aus, als ob Johnny Peters die Zahl BR-436 noch kurz vor seinem Tod in den Schlüssel eingeritzt hat. Haben Sie eine Ahnung, was das heißen soll? Leider nicht. Die Dechiffrierabteilung meldet auch Fehlanzeige. Also auf jeden Fall hat die Zahl was mit den Goldbarren zu tun. Hm. Übrigens, von Cindy Holden haben wir nichts gehört. Hat sie nur die Nerven verloren? Oder ist sie entführt worden? Wenn das Letztere stimmen sollte, dann haben dieselben Burschen sie geschnappt, die Costello befreit haben. Und die bösen Buben aus Cindys Zimmer und vom Skitag gehören auch zu dem Verein. Es hat gefunkt. Ich schlage vor, die Kerle aus Cindys Zimmer freizulassen. Und was passiert dann? Sie werden uns ihren Kegelclub servieren. Und damit Cindy. Mhm. Da drüben! Taxi! Halt mal deinen Blechschlitten an, Junge! Wo soll's denn hingehen? Broadway Ecke 59, Sir. Lässt sich darstellen. So, Kameraden, und jetzt mal die Hosen runter. Den, den und den und den. Ja, ja. Sie wird wieder munter. Freddy, Tonio, Carlo und Jack bleiben hier. Die anderen verschwinden. Bitte schön.
Ja, Harry? Was ist? Alles Maßarbeit. Hey, Sie können den Sender kontrollieren. Na, herrlich. Haben Sie gehört? Was ist mit dem Mädchen? Dornröschen wacht langsam auf. Ich melde mich dann wieder. Guten Morgen. Was haben Sie mit mir gemacht? Die Spritze, was war da drin? Hormone, Schätzchen. Stell mal die Lausche auf. Sprich mit Costello. Wir wollen mit euch Hübschen ins Geschäft kommen. Dein Boss weiß zwar, wo das Gold ist, aber er hat keine Leute mehr, um es an den Mann zu bringen. Das wollen wir übernehmen. Darf ich jetzt gehen? Ist das auch bestimmt kein Trick? Ein geschäftlicher Schachzug, weiter nichts. Also los zu Costello. Unser Boss lässt ihn sehr herzlich grüßen. Wir werden uns nicht weiter einmischen und den Mund halten, wenn er teilt. Und zwar 50-50. Das wäre dann alles. Aber ich weiß ja noch gar nicht, wo Costello ist. Ach komm, zieh hier keine Schau ab. Du weißt genau, wo der Bursche steckt. Wenn du krumme Dinger drehst, dann geht's dir dreckig, das verspreche ich dir. Carlo, fahr die Süße noch ein bisschen rum. Ja. Und merk dir, wir behalten dich im Auge. Harry, hast du was am Kopf? Ihr wollt mit dem Burschen teilen? Du kannst wohl nicht dafür. Cindy wird uns durch den Minisender zu Costello lotsen. Ich habe ihr den Quatsch mit dem Teilen nur untergejubelt, damit sie nicht misstrauisch wird. Jetzt kommst du ins Grübeln, was? So, geh auf Tauchstation, die Gegend ist uninteressant. Die Biene arbeitet mit Costello. Jim hat die beiden im Chitar gesehen. Ich werde dein Messer schlucken, wenn sie nicht sofort zu Costello rennt und quasselt. Mit dem Empfänger hier und der Peilantenne auf dem Dach haben wir sie ständig unter Kontrolle. Bewegt euch, Leute! Habt ihr die Kanonen verstaut? Aber, Junge... Hallo. Stimmt so. Danke. Ja. Ja. Was ist denn hier los? Wo ist der Verein? Ausgeflogen. Wen willst du denn anrufen? Na, den Boss. So ein Zufall. Gib ihn gleich mal her. Vielleicht braucht er auch mal ein Taxi. Na los, gib einen Hörer her. Und hoch die Flügel. Hallo, Alice Davis? Wer ist denn da? Alice? Alice Davis! Wer ist denn da? Melden Sie sich! Hallo! Hallo! Aber Kinder, hört aber mit den Freiübungen auf! Schließlich bin ich Innungsmeister! Ah. Ja. Oh, und die schlagen ihn nochmal, du Lümmel! So, du hast genug geschlafen, Schätzchen. Hier, kauf dir eine Taxe. Mit dir. Taxi! Hallo, Taxi! Neues? Nichts. Sie bleibt spurlos verschwunden. Sie ist nirgends aufgetaucht. Weder im Hudson noch im Chitta. Ach, sie ist unser einziger Kontakt zu Costello. Wenn wir sie nicht wiederfinden, müssen wir uns was Neues ausdenken. Und möglichst bevor Costello das Gold gefunden hat. Ich hätte da etwas, wo wir einhaken können. Die kleine Alice Davis. Wo was passiert, steht sie rum. Sie hängt irgendwie drin. Wer ist die Kleine? Phil, stell mal fest, wo sie herkommt. Wo seid ihr denn jetzt, Harry? Dicht hinter ihr. Sie fährt zum Hafen. Sehr gut, Harry. Ruft sofort wieder an, wenn ihr wisst, was sie vorhat. Wir bleiben dran. Cindy Holden darf euch nicht durch die Lappen gehen. Wir werden doch nicht auf unseren Goldschatz verzichten, Mr. Davis. Die Piepserei ist jetzt aber ganz schön stark geworden. Ich nehme an, sie geht zu Fuß weiter. Wir werden sie gleich haben.
her! Wer sind Sie? Waren Sie das am Telefon? Los, hier rauf! Die Stimme, das ist doch Komm seine rauf. Stimme. Ich habe Angst gehabt, dass ich zu spät komme. Es ist gerade 4. Was war denn los? Ein paar Männer haben mich festgehalten. Und du hast natürlich gequatscht, oder? Nein, das habe ich nicht. Joe Costello. Wie kommst du denn auf Costello? Sehe ich etwa so aus wie er? Nein. Komm, wir gehen runter. Warum denn? Wir können uns doch ebenso gut hier oben unterhalten. Nein, ich will nicht. Ich will nicht darunter. Geh schon. Warum haben dich die anderen laufen lassen? Steckst du mit den Schweinen unter einer Decke, hä? Mach's voll auf! Nein, nicht! Mein Arm tut mir weh. Was haben sie denn mit dir gemacht? Sie haben mich geschlagen, weil sie von mir wissen wollten, wo das Gold ist, aber das konnte ich doch nicht sagen. Ich habe ja keine Ahnung. Nachher haben sie mir eine Spritze gegeben und ich bin eingeschlafen. Und wie du aufgewacht bist, haben sie dich freigelassen? An dem Ding ist doch was faul. Costello! Komm raus, aber ohne Kanone! Wir bieten dir ein hübsches Geschäft an! Wenn du mit uns 50-50 machst, halten wir die Schnauze und arbeiten mit dir zusammen! Na schön, wenn du... Wer ist dein Boss? Los, spuck's aus! Mach die Schnauze auf! Dein Boss! Woody Davis. Ja? Hier ist Harry. Harry? Ist was passiert? Kann man wohl sagen. Ja, wo steckst du denn jetzt? Am Hafen, in der Telefonzelle. Das Ding ist gelaufen, Boss. Hat alles wie nach der Stoppuhr geklappt. Ich hab den Plan mit der Stelle, wo das Gold versteckt ist. Ja, dann komm doch her! Moment mal, nicht so hastig. Ich hab mir die Sache überlegt. Der Plan kostet $1 Million. Das ist doch fair. Harry! Bist du wahnsinnig geworden? Ich bin klug geworden. Bei Ihnen, Davis. Ich will ja auch mal einen Löffel Kaviar runterschlucken. Überlegen Sie nicht so lange. Ja, ich hab keine Millionen flüssig, Harry. Machen Sie das Ding oder nicht? Also gut, Harry. Du sollst deine Million haben. Den kleinen gebrauchten Schein. Wir treffen uns in 2 Stunden, Harry. Wo hätten Sie es denn gern? Ich schlage vor, auf dem Müllerbladeplatz hinter Eastwood Village. Ich komme mit dem Taxi hin. Und keine faulen Sachen, sonst sind Sie das Gold los. So, das genügt. Ganz ruhig. Los. Schade um Harry, er war ein recht brauchbarer Mensch. Aber irgendwie dreht er alle durch, wenn eine Handvoll Gold riecht. Für sowas braucht man eben ein bisschen Grips. Wir werden Freund Harry ausschalten. Hast du was dagegen? Der Idiot nimmt nur 3 Leute mit runter zum Hafen. So, nun pack mal ein, Robin. Der Rest von den Jungs muss noch in der Karateschule sein. Die schnappen wir uns jetzt und machen Harry fertig. Er wird ganz schnell sehen, wer hier der Boss ist. Ist das Ihr Daddy, der da hinten verschwindet? Nein, mein Onkel. Was machen Sie denn hier? Oh, ich will nur ein kleines Mädchen besuchen, das mit Verbrechern zu tun hat. Mich etwa? Sie sind ja verrückt. Na, wie finden Sie denn das hier? FBI? Unser Mäuschen hat doch am Fenster gelauscht, nicht? Mhm. Haben Sie Namen gehört? Ja, Costello. Costello? Aha. Mein Onkel hat am Telefon diesen Namen genannt. Und noch irgendwas von Gold. Ich glaube, er wird erpresst. Er ist mit Robin weggefahren. Und wohin? Zu einem Müllabladeplatz in Eastwood Village. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ja den Weg zeigen. Ah!
Die Taxi ist schon da, Boss. Ich glaube, Harry ist allein. Schnappt ihn euch und macht ihn fertig. Okay, los. Komm raus, Harry. Hier im Müll zu suchen. Bleiben Sie da! Sie haben dir was unter die Haut gejagt. Wird wahrscheinlich ein Minisender sein. Sei nicht verrückt, du kannst mit dem Gold nichts anfangen. Die würden dich sofort schnappen. Ich habe mir alles genau überlegt. Ich habe schon eine Menge Abnehmer. Für 2 Millionen verramsche ich die Barren und dann haue ich ab. Du kannst mitkommen, ich kaufe dir, was du willst. Ich weiß nicht, wo das Gold ist. Ich weiß es wirklich nicht. Die Platte ist abgelaufen. Was dieser Freddy kann, kann ich schon lange. Nein! Spitz die Ohren. Johnny Peters hat noch was in den Briefkasten geworfen, bevor er krepiert ist. War das ein Abschiedsgeschenk? Er hat mir einen Schlüssel geschickt. Was für ein Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Den Schlüssel für mein Zimmer im Hotel Hudson. Na bitte. Dann wollen wir uns den Schlüssel mal ansehen. Aber vorher schneide ich dir doch das Ding aus dem Arm. Ich will nicht, dass du uns die Meute auf den Hals setzt. Keine Angst, mein Schatz. Der Onkel Doktor ist vorsichtig. Nein, bitte, das darfst du nicht, Costello. Ist doch nicht schlimm. Ist doch keine große Sache. Du atmest ein bisschen Äther ein und verschläfst die schönsten Stunden deines Lebens. Nein, ich will nicht, Costello. Das kannst du nicht mit mir machen. Nein! Hilfe! Nein! Na, warte, du Dreckstück! Ist die kleine Davis schwer verletzt? Nein, sie hat nur eine Fleischwunde am Bein. Naja, ein Rembrandt bist du gerade nicht. So hat dieser Bursche ausgesehen, der mit den Eierhandgranaten um sich geschmissen hat. Für eine Briefmarke ist er jedenfalls nicht geeignet. Das soll Costello sein? Ach, ich weiß nicht. Ich finde mich begabt. Aber hier wird man ja dauernd unterdrückt, wird man nicht. Ja, was? Hier ist Cindy Holden. Miss Holden, na endlich. Wo stecken Sie? Mr. Cotton bei Ja, Mr. Cotton ist hier. Na Gott sei Dank, wo sind Sie? In der Hoover-Klinik. Hoover-Klinik? Sind Sie verletzt, Cindy? Nein, das nicht. Ich bin operiert worden. Was? Das erkläre ich Ihnen später. Können wir uns treffen? Ja, aber natürlich treffen wir uns. Bis gleich. Müssen wir uns dann gerade hier auf dem Empire State Building treffen? Hier zieht's doch wie Hechtsuppe. Hier fallen wir nicht so auf und Costello wird bestimmt versuchen, mich wieder einzufangen. Also, was wollte Costello von Ihnen? Er hat gesehen, dass Johnny was in den Briefkasten geworfen hat und er will von mir wissen, was es gewesen ist. Ich habe ihm darauf gesagt, es war nur ein Zimmerschlüssel aus dem Hotel Hudson. Na und, wie hat er reagiert? Er will sich den Zimmerschlüssel ansehen. Ja, na dann soll er mal kommen. Sie haben ihn? Ich verstehe überhaupt nicht, was an diesem Schlüssel so wichtig ist. Kennen Sie diese Nummer? Nein, die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, ja. Aber Johnny wollte Ihnen damit etwas sagen. Die Nummer hat was mit dem Gold zu tun. Aber wenn Costello den Schlüssel haben will, dann kommt er doch ins Hudson und läuft genau dem FBI in die Arme.
Der ist doch nicht dumm. Er denkt nicht daran, ins Hudson zu kommen. Wenn wir ihn schnappen wollen, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Wie wär's denn mit dem Schiffswrack? Also, Liebling, machen wir eine kleine Sightseeing-Tour zum Hafen. Ja. Halt! Da hinten sind sie. Mr. Davis, da hinten laufen zwei Leute. Es könnten Costello und Cindy sein. Sollen wir sie uns schnappen? Ja, zeigt, dass ihr besser seid als Harry und sein Verein. Wo ist das Schiff? Es liegt da drüben am Dock. Es heißt Moby Dick. Hier der Schlüssel, falls was passiert. Ja. Phil, ich bin auf dem Abwrackgelände im Hafen. Wenn ich mich in 10 Minuten nicht gemeldet habe, kommst du mit ein paar Leuten her und machst den Laden dicht, ja? Mach ich. Woody Davis. Boss, wir haben sie. Wir haben Costello. Ihr seid besser als Harry. Abmarsch. Wer garantiert mir, dass dieser Mann da wirklich Costello ist? Jede Wette, Boss. Ich habe ihn im Cheetah mit Cindy gesehen. Das genügt. Bist du Costello oder nicht? Ach, was willst du hören? Dass ich's bin oder dass ich's nicht bin? Er wird auch noch frech, der Stolz. Da stinkt doch was. Ich habe Costellos Stimme irgendwie anders im Ohr. Dann fragen wir doch einfach mal die Süße. Also was ist? Ist das Costello? Miss Holden, ich würde Ihnen raten, die Wahrheit zu sagen. Er hat Alice. Na zurück! Alice. Mein Gott, er hat Alice. Er war auf einmal da und hat gleich losgeballert. Das war Costello. Das war ganz bestimmt Costello. Ruf deinen Onkel an. Davis. Onkel, Costello will Cindy gegen mich eintauschen. Wann und wo? Wenn du nicht endlich sagst, wer du wirklich bist, machen wir dich kalt, du Schnüffler. Na, wer wohl? Onassis, siehst du doch an der gebückten Haltung. Die Scherze mache ich hier. Ihr Schweine. Ihr bringt ihn ja um. Na und? Wäre gar keine schlechte Idee, Baby. Erzähl uns doch mal was über Jacqueline. Aufhören! Alice hat angerufen. Costello will Cindy haben. Dafür gibt er mir Alice zurück. Wir sollen in einer Stunde in der 16. Straße in der alten Fabrik sein. Den lassen wir hier. Er kann uns später sagen, wer er ist. Wir nehmen 2 Wagen. Robin fährt mit mir. Die anderen fahren sofort los und besetzen die Fabrik. Aber lasst euch nicht sehen. Wenn wir Alice haben, erledigt ihr Costello. Geht klar, Boss. Die Sache schaukeln wir mit links.
Ja? Ich verbinde mal mit Mr. Cotton. Jerry, wir haben Sie schon überall gesucht. Ich bin im Haus von Woody Davis auf Long Island. Schicken Sie mir sofort viel Decker her. Was ist denn los? Costello hat Alice Davis geschnappt. Er will sie gegen Cindy eintauschen. Und zwar in der alten Fabrik in der 16. Straße. Ich gebe Großalarm. Bis gleich. Eine Minute. Du weißt, was du Na, zu tun immer hast. Immer doch. Los, fahr ab. Jetzt. Geh schon. Komm doch, Alice. Wenn sie doch bloß schneller gehen würde. Schneller, Alice. Komm, Alice. Du musst schneller gehen. Komm runter! Hast du den Zimmerschlüssel?
Wenn ja, dann gib ihn her. Nein! Gib schon her! BR-436. Weißt du, was das heißt? BR-436 ist der Liegeplatz der Bagger. Jetzt weiß ich endlich, wo das Gold ist. Du kommst mit! Da hinten liegt die Moby Dick, da hat er sich die ganze Zeit versteckt. Du glaubst doch nicht, dass er noch da ist. Arbeitet mit Äther. Ja. Fällt dir bei der Nummer was ein? Ja, die war doch auf dem Schlüssel. Das ist ein Liegeplatz für Bagger. Da hat Freund Johnny die Goldbarren versenkt. Na bitte. Jetzt wissen wir endlich Bescheid. Hol Verstärkung. Vielleicht hat Costello schon geschaltet. Ja. Jetzt hole ich das Gold. Lange hat es gedauert, aber jetzt ist es soweit. Für 3 Millionen Gold wird mir gehören, mir ganz allein. Du hast einen FBI-Mann umgebracht und sie werden dich jagen, bis sie dich finden. Er fährt auf den Bagger zu, Mr. Ross. Cindy liegt vorne im Boot. Nur noch eine Frage von Minuten, dann ist der Fall abgeschlossen. Ende. Ist jemand im Laden, Opa? Los, mach schon auf! Wo ist das Schaltwerk? Hier. Schalte den Bagger ein. Aber beweg dich! Ja. Lass die Kette auf Grund. Ja. Los doch! In die Kajüte. Ja, schon. Meerjungfrau hochgebaggert, Jerry? Jungfrau ist gut, du. Und das Gold natürlich. Ask me later, do I miss you? Wow, 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 wow.
Alligator, do I love you? Ich muss sagen, es ist schön, endlich mal wieder Privatmensch zu sein. Ein guter FBI-Mann ist nicht mal im Bett privat. Wer weiß, wie viele böse Buben noch hier in diesem Schuppen rumschleichen. Du wirst lachen, aber ich habe schon einen gesehen. Die andere Richtung, Herr Kollege. Links müsst ihr steuern. If you will be true. Yeah, show me first. Show me first. If you will be true. Du hast recht, Jerry, da stimmt was nicht. FBI, was wollen Sie von Cindy Holden? Zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Das geht Sie zwar einen feuchten Dreck an, aber ich werde Ihnen sagen, was ich von ihr will. Hier, ich will ihr den Fernsehvertrag geben. Nein! Der Knabe, den du eben verhaften wolltest, ist Cindys Agent. Wie ich sehe, hat er ja gerade einen Vertrag für eine eigene Fernsehserie präsentiert. Genau. Übrigens, Phil, hm? Du kannst jetzt den Mund wieder zumachen. Schnapp, schnapp. Please don't cheat me, don't you lie to me. Ich schicke dich zum Schlagerfestival. Diese Nummer haut mich glatt um. Junge, da weiß ich doch was Besseres. Wie wär's denn hiermit?